ganz herzlich willkommen zum vierten Corona-Update mit dem Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. Es ist die erste Folge im neuen Jahr und heute ist unser grosses Thema die Impfung. Seit dem 28. Dezember können sich die Leute hier in der Halle von der Messe Basel gegen das Coronavirus impfen lassen. Genau, und in dieser ersten Phase haben schon mehrere tausend Menschen Impfung bekommen. Wir reden mit dem Kantonsarzt über die grösste Impfaktion der Schweiz, ihre Herausforderungen für den Kanton und die Gesellschaft. Guten Tag, Herr Steffen. Jetzt mit der Hand. Herr Steffen, bevor wir zum aktuellen Thema kommen, wie immer, wollen wir ein kleines Update geben zur aktuellen Situation. Die Festtage, es ist viel darüber geschrieben worden, viel darüber geredet worden. Aktuell, wie sehen Sie die Corona-Situation in Basel-Stadt, in der Schweiz? Ja, wir haben ja ziemlich Sorgen gehabt, was die Festtage betrifft. Es ist leider weiterhin so, dass die Werte in der Schweiz mit 3.000 bis 4.000 deutlich zu hoch sind und dass wir da noch tiefer kommen unbedingt in den nächsten Wochen. Umgekehrt haben wir so einen Eindruck im Moment, dass möglicherweise die Festtage gar nicht so viele zusätzliche Probleme gemacht haben. Was könnte dafür sprechen, dass sich doch die Bevölkerung sehr Mühe gegeben hat, dass wir gut durch die Festtage kommen? Der Herr Berset vergleicht die Pandemie immer wieder mit einem Marathon. Ihrer Meinung nach, wo befinden wir uns aktuell auf diesem Marathon, auf den letzten Meter schon? Nein, ich habe so ein bisschen das Bild, wir sind vermutlich am Anfang vom letzten Drittel. Und auch dort muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, letzte Drittel, wenn man es als Marathon oder als Tunnel oder als Dschungel oder was auch immer sieht, letzte Drittel heisst von der gröbsten Phase. Ich befürchte ein bisschen, aber das heisst nicht, dass wir diese Massnahmen, wenn wir sie jetzt haben, dann ewig lang weiter brauchen, das ist damit nicht gesagt. Ich befürchte ein bisschen, dass es Corona dann noch länger wird begleiten, aber dann hoffentlich mit viel, viel weniger Massnahmen und Problemen. Etwas, was helfen sollte in dieser Situation, ist die grosse Impfkampagne, die grösste in der Schweiz. Welche Herausforderungen stellen sich hier gerade für den Kanton Basel-Stadt? Ja, eigentlich jeder Kanton hat dort ganz ähnliche Herausforderungen. Wir haben schon vor ein paar Wochen, eigentlich Monaten gewusst, irgendwann wird es dann heissen, es kommen Paletten mit dem und dem Impfstoff. Wir haben im Vorfeld, Monate vorher, nicht gewusst, welche Eigenschaften der hat und haben uns müssen auf eigentlich jedes mögliche Szenario vorbereiten. Wir sprechen hier von der grössten Impfaktion der Schweiz. Die Kantone tun das aber organisieren. Wünschen Sie sich da manchmal mehr Unterstützung vom Bund? Es ist natürlich so, dass wenn es um praktische Umsetzungen geht in der Schweiz, dann ist es eigentlich immer Kantongemeinde. Und das ist gerade bei einem Kraftakt, wie jetzt diese Geschichte darstellt, wo vermutlich auch so in Geschichtsbücher wird gehen, ist das natürlich gerade, wenn man jetzt an kleinere Gemeinden denkt, eine riesige Herausforderung. Wir haben es hier als Stadtkanton sogar eher ein bisschen besser, weil wir einerseits Kantons- und Gemeindeaufgaben bei der Gesundheit haben und schneller die nötigen Ressourcen zusammenbekommen, zum Beispiel an Leute. Einen Weg, was für Problem haben Sie in den ersten Tagen und Wochen von dieser grossen Impfkampagne in Basel-Stadt? Ja, man muss eigentlich wirklich den Film ein bisschen zurückspulen und in September reingehen. Wir haben dort vom Bund her das Signal bekommen, es wird eine Impfaktion geben. Man weiss aber noch nicht, was für Eigenschaften der Impfstoff hat. Und man weiss auch überhaupt nicht, wann er kommt. Das wird irgendwann im Jahr 2021 sein. Das war die Übungsanlage. Dann haben wir angefangen mit einer Projektgruppe, das näher anzuschauen, auch zusammen mit Hausärzten, Apotheker. Und haben dann, so Anfang Oktober etwa, würde ich schätzen, haben wir gehört, es könnte aber auch Impfstoff sein, der minus 70 Grad braucht. Und dann haben wir gemerkt, okay, unsere bisherige Planung, die wir schon vor Jahren so aufgesetzt haben, dass wir in eine Feinverteilung gehen über Hausarztpraxen, Apotheken, mit minus 70 bringt man das nicht schnell genug an. Und haben müssen Planungen aufbauen, eigentlich für jeden möglichen Impfstoff. Also wir haben 4, 5 Planungspapier gehabt und haben zuletzt interessanterweise das nehmen, was wir immer gehofft haben, das kommt nicht, weil es ist wirklich das Aufwendigste. Das heisst, das Aufwendigste, das Impfzentrum, das man ganz
frisch aus dem Boden stampfen mussten. Das Impfzentrum, aber auch Impfstoff, wo einmal Kantonsapotheker bei uns gesagt hat, er ist ein bisschen Diva. Also er will minus 70 Grad, wir dürfen nicht zu viel schütteln, wir müssen sofort verarbeiten, sobald man ihn gemischt hat, so dass man einen Spritzer kann. Er kommt in Grosspackungen, wo man nicht einfach in eine Praxis zum Beispiel liefern kann. Also wirklich eine Situation, die es einem kompliziert macht. Wir sind dann froh gewesen, dass wir relativ früh auf die Zentrumslösung gelandet haben, weil so kann man es relativ gut abarbeiten. Eben, am aufmerksamen Zuschauer wird es aufgefallen sein. Wir sind nicht in der Malzgasse, wir sind im Impfzentrum. Warum hat man denn schlussendlich die Messehalle hier ausgesucht? Einfach rein logistisch ist das möglich gewesen? Ja, wir haben eine grosse Fläche gebraucht, die zentral liegt. Da tut sich natürlich die Messe anbieten. Und wir haben einen Organisator gebraucht, drumherum, der sehr viel Erfahrung hat. Und da habe ich die Erfahrung daraus gezogen, ob man eine Uhren- und Schmuckmesse macht oder ein Impfzentrum. Das ist für die, die es drumherum organisieren, eigentlich immer das gleiche Problem. Man muss auf Sicherheit schauen, man muss die nötige Infrastruktur machen. Und dort ist halt ein hochprofessioneller Anbieter wirklich sehr nützlich. Eine Herausforderung sind auch die Termine neben der Organisation gewesen. Vor allem auch, hat man eigentlich viel zu wenig Termine für all die Leute, die sich impfen lassen. Wie haben Sie das am Anfang organisiert? Ja, das hat uns von Anfang an, wir haben gewusst, dass das Grund sehr leid tut, weil man hat wenig Impfstoff und wir sind davon ausgegangen, sehr viel Nachfrage. Und da kann man eigentlich nur auch bei den Menschen Sorgenfalten auslösen, weil ganz viele werden nicht das bekommen, was sie im Moment möchten. Einerseits ist es sicher positiv, dass die Nachfrage so spürbar gross ist. Auf der anderen Seite wirklich die Schwierigkeit, wie kann man das verteilen. Und es geht nie auf, wenn man es macht. Von dort her haben wir Anmeldesystem gewählt, das einfach ist, wo man schnell auch mehrere tausend Leute können impfen, weil das ist im Moment der entscheidende Punkt, dass wir impfen können und dass wir die Dosen wirklich in die Bevölkerung bekommen. Wir wissen aber, dass wir hier auch noch feiner werden müssen, sobald mehr Impfstoff da ist. Was sind da für Reaktionen auf die Bevölkerung, wo man gesagt hat, es tut mir leid, wir haben zu wenig Termine, ich kann sie noch nicht impfen. Haben Sie da Feedback bekommen, vielleicht auch positiv sogar auf die ganze Aktion? Ja, es ist natürlich dort ein bisschen schwierig für die Leute gesehen. Die zur Impfung gekommen sind, die haben, und das hat uns natürlich auch sehr gefreut, die haben eine Mail geschrieben oder haben einem gesagt, dass sie das jetzt ganz toll gefunden haben und sehr professionell und gut organisiert. Und die keinen Impfstoff bekommen haben, auch sehr verständlich, sind natürlich irgendwo zum Teil auch frustriert gewesen. Haben das Gefühl gehabt, ich habe x-mal auf dieser Homepage gesehen, es hat nie einen Termin gehabt, auch jetzt können sie das nicht sagen. Verständlich, also wir sind hier wirklich in einem Mangelmarkt, was einfach mit diesen 5'000 Dosen, die wir bis jetzt bekommen haben, nicht aufgeht. Dann noch die Frage, der Mangel, ist das, wem ist der geschuldet? Ist das ein Fehler in der Organisation? Hat man hier einfach zu wenig Impfstoff gekauft im richtigen Moment? Oder was ist da, warum ist da zu wenig Impfstoff rum? Ja, es ist ja also ein bisschen Kritik im Raum gestanden, hat jetzt der Bund das falsch angeleistet. Ich glaube, man muss den Bund sehr zurück zu gut halten. Er hat offensichtlich auf 3 Impfstoffe gesetzt, die tatsächlich jetzt aus der Pipeline rausgekommen sind. Das hätte auch anders können gehen. Es hätte dann auch 3 können sein, die scheitern. Ich glaube, das muss man immer wieder betonen. Und das andere, ich sage immer, schauen wir mal in ein paar Wochen, wo wir stehen. Im Moment von den ersten Tagen, von den ersten Wochen, ist eigentlich das Ganze schon bewertet sehr schwierig, weil weltweit ist kein Impfstoff um. Es hat mir ein Auslandsschweizer kurz geschrieben, auch das ist eins der vielen Problemstellungen, ob er nicht in die Schweiz gehen könnte. Er ist in einem asiatischen Schwellenland und sagt, vor Sommer wird es dort keine einzige Impfdosis geben. Also da sind wir weltweit in einer Situation, wo vielleicht über alles gesehen die Schweiz gar nicht in einer so ungünstigen Lage ist. Was auch noch dazu führt, was man muss warten. Es ist ja so, es gibt nicht nur eine Dosis, die man braucht, sondern 2. Alle Patientinnen und Patienten brauchen 2 Dosen. Was bedeutet das auch für Sie, die das Ganze organisiert?
einerseits wirklich Plan- und Rechenleistung. Also man muss wirklich schauen, dass die zweite Dosis im richtigen Zeitraum garantiert ist und dann wirklich da ist. Von dort her brauchen wir auch immer einen gewissen Kleinlager, damit wir immer die zweite Impfung abdecken können. Also von dort her, es ist eine zusätzliche Herausforderung, aber sie ist eine, die sehr bekannt ist. Also es gibt etliche Impfstoffe, die man zweimal impfen muss. Ist das in der ganzen Planung, das war eine rechte Feuerwehrübung, nehme ich mal an, das ganze Impfzentrum aufzubauen. Ist mal der Moment da gewesen, wo Sie gedacht haben, das könnte nicht länger? Es war spannend gewesen. Es ist immer kürzer geworden. Wir haben einmal im September geplant und haben noch gedacht, irgendwann gegen Sommer kommt der Impfstoff. Und haben gedacht, ja, wir haben alle Zeit von der Welt, aber irgendetwas hätte es gesagt, vielleicht lieber Druck auf alles geben. Das hat sich dann sehr bewährt. Wir haben zuletzt wirklich nochmal eine Feuerwehrübung gehabt. Wir haben eigentlich geplant, auf 4. Januar zu eröffnen, weil dann auch die meisten eröffnet hat. Und dann ist, um das Ganze nochmal ein bisschen herausforderungsreicher zu machen, dann hat der Bundesrat gesagt, aber wenn ihr eine Woche früher aufmacht, bekommen wir Zusatzdosen. Und das haben wir uns dann nicht nehmen wollen, aber es hat gerade auch für die hier aufgebaut, hat bedeutet, dass sie zum Teil auch an den Festtagen und an den Wochenenden und am Abend geschafft haben. Die Impfkampagne ist losgegangen und sie ist gut losgegangen, wie Sie es schon mal gesagt haben. Es ist aber auch so, dass eine Expertengruppe von der Covid-Taskforce gesagt hat, man könnte einfach auch sagen, man gibt den Leuten einmal eine Dosis, damit dann mehr Leute die erste Dosis bekommen. Wie stehen Sie zu dieser Idee, Herr Steffen? Ja, das ist eine Idee, die von Großbritannien hergekommen ist, unter anderem. Wo die Taskforce auch nicht einheitlicher Meinung ist. Die Mehrheit ist der Meinung, zwei Dosen. Wir haben bis jetzt, und das unterstütze ich sehr, ist in der Schweiz dazu bekannt, dass wir uns wirklich an die medizinischen Regeln halten. So wie sie vorgegeben werden. Nichts Experimentelles machen, weil wir damit auch das Vertrauen der Bevölkerung verlieren könnten. Und von dort her, finde ich im Moment, wo absehbar ist, dass größere Mengen Dosen kommen, finde ich es der bessere Weg, dass man auf dieser Spur mit zwei Impfungen bleibt. Apropos Vertrauen, zum Beispiel der Kanton Zürich will jetzt Hausärzte einbinden in sein Impfmodell, eben denen, denen man vertraut. Wie gibt es so Überlegungen auch in Basel? Wir haben auch schon in unseren freien Planungen immer die Hausärzte, die Apotheker mit drin gehabt, haben auch die Idee, dass der Punkt wird kommen, wo das wieder auch in Basel wird kommen. Langfristig hoffen wir, dass die Hausärzte und die Apotheken eigentlich die Impfung tragen. Idealerweise, wenn sie dann wieder Fertigspritzen sind, so wie man es bei sonstigen Impfungen kennt und nicht so einen komplizierten Impfstoff. Also von dort her, die Richtung wird langfristig in Basel auch in die Richtung gehen. Im Moment, dass das Impfzentrum ist da, um ganz schnell möglichst viele Leute zu impfen. Jetzt wollen viele Leute eine Impfung. Das sieht man, es hat zu wenig Termin. Aber eigentlich sind wir Schweizer ja ein bisschen skeptisch, was die Impfung angeht. Es gibt Umfragen, die zeigen, die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer wollen sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Auch Ärzte zeigen sich skeptisch. Von wo kommt diese Ablehnung? Ja, ich sage immer, Skepsis oder sogar Impfgegner, das ist eine kleinere Gruppe, aber gibt es auch. Die hat es schon im 19. Jahrhundert bei den ersten Impfungen gegeben. Also zur Vorstellung, man tut etwas in den Körper rein, damit die Abwehr, damit eigentlich lehrt, wie sie mit dieser Krankheit umgehen kann. Das löst offensichtlich auch immer wieder Fragezeichen aus. Umgekehrt, ich sage den Leuten immer wieder, wir sind jeden Tag mit Tausenden von Viren, Bakterien, anderen Fremdstoffen, Körperzellen, die sich ungünstig verändert haben, ist unsere Abwehr beschäftigt. Das ist genau darum, ist sie entstanden, dass sie das macht. Und da ist eigentlich das, was sie mit diesen Impfstoffen macht, für sie wirklich Daily Business. Also das macht eben ein Abwehrsystem, für das ist es da. Und da helfen wir einfach an einem Punkt, dass es schnell lernen kann. Es stehen ja momentan zwei so Impfstoffe in der Pipeline. Der eine ist von Pfizer und BioNTech, der andere ist von Moderna. Das sind ja die mRNA-Impfstoffe. Könnten Sie noch mal ein bisschen erklären, was das genau heisst? Das sind ja doch relativ neuartige Methoden. Genau. Man gibt bei diesen Impfstoffen, und das ist von der Technologie, die gibt es schon über 10 Jahre, aber in deren Anwendung zum ersten Mal, man gibt der Zelle ein kleines RNA-Teil, wo die Zelle damit eigentlich anfängt, Eiweiß zu produzieren, Teile, die von diesem Virus
ähnlich sind, also genau diese Struktur teilweise haben. Und zwar vor allem ein Punkt, das sind die Spikes, das sind so die Ausstülpungen, die der Virus hat. Und damit lehrt die Abwehr, dass wenn der Virus kommt, dass sie ihn dort angreifen kann. Es ist ja so, es gibt mehrere Impfstoffe jetzt. Wenn wir dann im Frühling dran sind mit den Impfungen, dürfte ich mir dann auswählen, welchen Impfstoff ich lieber hätte? Ich weiß nicht, was im Sommer denn der Fall wird sein, wenn es dann möglicherweise eine ganze Palette gibt. In der jetzigen Phase kann man das nicht, weil das ist wirklich die Mangelsituation, wo wir impfen, was es ist. Es ist zum Teil, merke ich selbst bei den Experten, ist es für den eigenen Entscheid fast ein bisschen eine Überforderung, weil die sind sehr ähnlich. Die wir im Moment haben und der Unterschied, was mir jetzt persönlich gleich ist, der eine oder der andere. In Zürich ist zum Beispiel auch, sind wichtige Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten geimpft worden, wie zum Beispiel der Walter Andreas Müller. Hat es Überlegungen auch in Basel gegeben, um Karl Odermatt so eine Impfung am Anfang zur Verfügung zu stellen? Ja, spannendes Projekt. Nein, haben wir uns nie überlegt, weil wir sind nicht davon ausgegangen, dass es am Anfang irgendeine Promotion braucht. Das hat sich jetzt auch bestätigt. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, aber da wissen wir vielleicht als Basler am ehesten, wenn wir ticken. Wir haben oft nicht so eine klassische Promikultur. Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Fernsehen zu tun hat, Schweizer Fernsehen, wo in Zürich ist und durch das mehr auch Köpfe kennt, wo man kennt. Von dort her, nein, haben wir nie fokussiert. In Basel würde man wahrscheinlich die Impfung nehmen und nicht darüber reden. Das sind so. Eindeutig. Aber wie wichtig ist es vielleicht, dass sich trotzdem Leute, bekannte Leute zu der Corona-Impfung bekennen? Es könnte spannend werden in der Phase, wo wir in die breitere Bevölkerung gehen. Also wenn sich Fragen stellen, zum Beispiel von Jungen, wo man froh wäre, wenn sie beispielsweise dann in kritischen Settings arbeiten, wie im Altersheim, dass sich möglichst alle impfen, dass man vielleicht dort wirklich auch so ein bisschen Meinungsträger mit reinholt, die das unterstützen. Also ich würde nicht ausschließen, dass man es dann macht. Im Moment brauchen wir es wenig, weil wir können den Bedarf ja nicht einmal decken. Reden wir schnell über die Wirkungen von dem Impfstoff. Ich komme mich hier impfen. Was für Nebenwirkungen kann ich erwarten oder sind zu erwarten? Ja, also die häufigste Nebenwirkung, die haben wir alle schon mal gehabt bei einer Spritze. Das ist immer, wenn man eine Spritze gibt, dass man ein bisschen eine rote Stelle hat und man spürt es ein bisschen. Das war auch bei hier der Fall gewesen. Etwa die Hälfte haben das. Und das kennen wir alle bei Spritzen. Das tut nicht weiter weh und verschwindet wieder. Was es kann geben, ist, und sind so grippenartige Symptome. Also, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich ein bisschen schlapper, man hat ein bisschen, so ein bisschen Glieder, spürt man. Man ist sich oft dann in der Studie nicht sicher. Es ist spannend. Auch Placebo-Gruppe hat nach einer Spritze oft das Gefühl. Aber das gibt's. Ein bisschen gehäufter ist ein Zeichen, dass die Abwehr einsteigt, also dass sie anfängt, eben die eigene Abwehr hochzukurbeln. Schwere Nebenwirkungen, dort ist auch in den Medien vor allem über schwere allergische Reaktionen, die sind zum Glück sehr selten. Wir sind hier auf solche Situationen sehr gut eingerichtet. Was muss ich denn schauen? Ich habe schon gelesen, man sollte kurz vor oder dann auch nach der Impfung keinen Alkohol konsumieren. Können Sie das bestätigen? Zwei Sachen, die man darauf schauen muss, also punkto Allergien. Wenn man schwere Allergien hat, das vorher sagen, dann kann man das auch absprechen, was jetzt sinnvoll ist. Alkohol, das ist eine spannende Geschichte, ist zuerst mal von russischen Forschern gebracht worden. Man weiss, grosser Alkoholkonsum tut das Immunsystem wirklich bremsen. Das ist so. Alkohol macht noch viele andere Probleme, aber das sind wirklich grosse Mengen. Ist eigentlich nicht zwingend. Also wenn jemand zu oben einen Deziliter Wein trinkt, dann wird damit irgendwie die Wirkung von der Impfung sicher nicht aufgehoben. Es ist manchmal, wenn man sich unsicher fühlt, durchaus gut, dass man ein, zwei Tage auch auf das verzichtet. Aber dass man die Sorge hat, dass wegen moderaten Alkoholkonsum auf einmal die Impfung nicht wirkt, für das gibt es keine Belege. Eben jetzt sind schon die ersten Personen in der Schweiz, die geimpft sind, die theoretisch sicher sind vor dem Coronavirus. Man hat jetzt auch viel diskutiert über, ja, soll man Veranstaltungen wieder zulassen, Leute, die die Impfung hatten. Wie stehen Sie zu diesen Ideen? Ja, es ist wirklich ein Meer von Fragen, was sich hier auftut, für die Juristen. Ich bin
persönlich immer skeptisch, wenn man zu viel indirekten Druck aufbaut, weil das kann eine paradoxe Wirkung haben. Also, dass man dann sagt, das und jenes und Zell darf man nicht machen, wenn man nicht den Impfausweis zeigt. Das ist so ein indirektes Menschen in eine Impfung hineinzwingen, was eigentlich nicht so unserem Freiheitsverständnis passt. Also, dort sollte man zurückhaltend sein. Trotzdem, es kann natürlich Setting geben, und das wird noch eine Diskussion geben, wo es sinnvoll ist, wo man es genauer anschauen, wenn man damit umgeht. Aber so ein Zwang aufbauen ist heikel. Was man sich muss klar sein, und das wird, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das wird einen Druck geben. Es wird sicher so sein, dass viele Länder das werden vorschreiben als Reisebedingung. Das kennt man schon von anderen Impfungen. Alle, die in die Tropen gegangen sind, in gewisse andere Länder, wissen, da gibt es gewisse Impfungen, die muss man haben, sonst kommt man nicht rein. Es spricht viel dafür, dass das auch bei Corona passiert. Und das wird dann sicher die Impfrate auch noch mal steigern. Ist denn so, dass mit einer Impfung alles wieder gut ist, wenn man dann die beiden Dosis verabreicht bekommt? Oder wie vorsichtig muss man denn noch sein? Das ist ein bisschen eine Weltpreisfrage. Also wenn man das jetzt beantworten könnte, wie ist die langfristige Wirkung von diesem Impfstoff, dann wären wir wirklich jetzt vermutlich im Wissen ein Jahr weiter. Es gibt zwei Fragen, wo wir jetzt sehr gespannt sind über die Monate. Wie lange hält die Impfung? Und wir wissen, und darum sollte man weiterhin wirklich alle Massnahmen einhalten. Wir wissen, es gibt auch Menschen, wo die Wirkung nicht kommt. Das gibt es bei vielen Impfstoffen, die Situation, bei der Grippenimpfung sogar gar nicht selten. Und von dort her ist man im Moment gut beraten und ist es auch so vor den Vorschriften, dass man eben die Regeln einhält, dass uns die Impfung mithilft. Einerseits, dass nicht mehr so viele Leute krank werden und andererseits die Massnahmen, dass wir wieder auf tiefe Werte kommen. Und dann können wir auch mit den Massnahmen zurückfahren und werden mit Kontakttracing, Testung und Impfen durchkommen. Gut, dann wären wir schon wieder am Ende angekommen vom heutigen Corona-Update. Geht immer schnell. Es geht immer schneller. Es werden auch immer mehr Themen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge, die kommt dann auch schon wieder bald, geht es dann um die psychische Gesundheit. Also, wie kommt die Gesellschaft gut durch die Corona-Pandemie? Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, alles Gute und heben Sie Sorge.